Hallo liebe Thomas Cook-Geschädigte, ihr kennt das ja schon immer, wenn es was Neues gibt, gibt es auch Infos von uns für euch. Und heute gibt es tatsächlich spannende Neuigkeiten, ich fürchte keine guten Neuigkeiten, denn seit heute steht fest, auch die Reisen von Thomas Cook für 2020 werden abgesagt. Alle die mit uns schon Kontakt hatten, die finden das wahrscheinlich wenig überraschend. Wir hatten in den letzten Tagen relativ viele Anfragen, so nach dem Motto, sollen wir warten, sollen wir jetzt schon was machen? Und wir hatten euch schon gesagt, wahrscheinlich wird nichts Gutes passieren mit den Reisen 2020 und tja, jetzt ist es soweit. Also kann ich allen von euch sagen, die ihr in 2020 die Reise antreten wolltet und vielleicht noch so ein bisschen Hoffnung hattet, ich fürchte, ihr müsst jetzt auch aktiv werden, um euer Geld zu retten. Also geht auf jeden Fall los und meldet bei Caera, also sozusagen dem Abwickler der Zurich als Versicherung von Thomas Cook, eure Ansprüche an. Guckt aber auch, wenn ihr zum Beispiel schon Anzahlungen geleistet habt, ob ihr die nicht übers Chargeback-Verfahren zurückholen könnt. Also wenn ihr mit Kreditkarte bezahlt habt, dann könnt ihr vielleicht über das Chargeback-Verfahren noch was retten. Auch bei Lastschrift solltet ihr euch unsere Videos vielleicht nochmal angucken. Da kann man auch noch was retten. Also es geht nicht nur um Zahlungen, die jetzt gerade erfolgt sind, sondern auch um vergangene Anzahlungen. Man kann lange, lange möglicherweise noch Geld zurückholen. Werdet jetzt aktiv. Vielleicht ist auch Ansprüche gegen das Reisebüro für euch ein Thema, wenn da sozusagen gar nichts von einer möglichen Insolvenz von Thomas Cook erwähnt wurde und ja, die Risiken da schon bekannt waren. Oder natürlich ganz aktuell für uns, wir sind ganz, ganz aktiv im Thema Staatshaftung zurzeit drin. Das kann auch noch eine Möglichkeit sein, euer Geld zu retten. Aber wir müssen euch sagen, liebe Thomas Cook-Geschädigte, die in 2020 verreisen, auch ihr solltet jetzt auf jeden Fall aktiv werden.